Also letzte Runde hatten wir ja das dicke Clown-Fiesta, wo wir alle invaded sind und irgendwie 3-0 waren. Das Cocky-ADC gut ist solide, ja. Kannst du machen. Ist halt eine gute Sache, wenn du... Warte mal, Zulu Midlane fällt mir gerade mal so auf. Und es ist eine Kaylee im Jungle. Ich dachte, das wäre Kaylee Top, Fiora Jungle. Okay, wir haben eine Lulu Mitte tatsächlich. Ja, er hat einen Minion verloren. Hey, kleiner Poke an der ran. An der Stelle. Papp. 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 Nein, acht. Acht Gold nur. Frage ist, ich denke, ich nehme die W. Ich denke, die E wäre jetzt gut gewesen, weil ich jetzt die shredden könnte, die Gegner. Lulu First Blood gegen Yasuo. Das tut natürlich weh. Das tut natürlich weh. Der steht voll in der W drin, ne? Wir machen guten Damage, die beiden. Nein! Wir haben geintet, Leute. Wir haben ein bisschen geintet. Das Problem ist halt nicht nur, dass wir gestorben sind, sondern dass wir auch noch einen guten Farm verlieren jetzt. Wir haben ein bisschen geintet. Danke an Ramsey. Ja, der Exhaust auf dem Thresh, das war ein sehr guter Spielzug. Ja, ich meine, der hat mich auch gut weggeknüppelt, der Thresh, ne? Man sollte sowieso seine Exhausts immer auf die Supporter usen. Das ist sehr wichtig. Ja, es ist doof, dass wir gestorben sind hier. Ich hätte mich auch nicht hooken lassen dürfen. Weil wer sich so dumm hooken lässt, der hat es auch verdient, eigentlich da zu sterben. Ehrlich gesagt. Endlich mal ein Mental Breakdown Stream. Willkommen. Ah, RIP Midlane. Ah, das wäre der Engage gewesen für den Alistar. Sehr gut. Ah, es war ein guter da. Guter Job, guter Job, guter Job. Die wird sich jetzt ihre Frucht holen. Da oben. Guck mal, hätte ich zum Beispiel die Fruchtrune, hätte ich es auch vorhin überlebt, ne? Ich habe ja die Mana-Rune mit. Habe ich deswegen nicht so viel geheilt auch. Okay, jetzt Ultimate. Okay, das wäre nochmal ein Engage-Moment jetzt. Ah, jetzt nicht mehr. Oh oh. Das wird eine harte Runde. Oh 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 oh. Ich weiß immer nicht, ob die uns engagen wollen oder. Okay, der hat gerade Heilung benutzt, gell? Oder was deren Plan ist. Hopp. Okay, jetzt wollen sie uns engagen. Sind wir sicher. Er hat die Frucht angegriffen, Leute. Er hat die Frucht angegriffen und nicht mich. Oh, was macht die Vayne denn? Ich dachte, ich bin dead und sie greift die Frucht an. Ich glaube, ich war out of range für ihren dritten Auto-Attack. Ehrlich gesagt. Ich glaube, ich war nicht in Reichweite, deswegen hat sie die Frucht angegriffen, aber... Ah, die Kaylee kommt runter, ne? Ja, die Kaylee kommt, aber ich kann jetzt wegspringen. Mit der W. Ich muss jetzt ganz schnell in die Base. Ganz, ganz schnell. Oh, Leute, tut mir leid, ey. Ich musste gerade ein bisschen laut werden, das war einfach lustig. Das sah zu gut aus. Das sah zu gut aus, um wahr zu sein. So. Paket. Und wir sind gerüstet für den Dragonfight. Das war ein guter Fight, ne? Well done. Mm-mm.
On my way. Dann können wir den Drake nehmen hier. Sehr gut. Vielleicht soll ich mir sogar noch den Red Buff joinken. Das wäre eine gute Idee, ich denke schon. Und das Schöne ist, ich habe ja einen Red Buff, Blue Buff, deswegen kann ich sogar noch hier ein bisschen chillen. Serie schon getestet? Nee. Habe ich nicht. Aber PC League werde ich auch nur Twitch spielen. Sowas wie Serie und so kommen wir nicht ins Haus. Das wird Twitch ODP werde ich bleiben. Obwohl damals war ich nicht richtig ein ODP, es war nur mein Most Played Champ. Aber wenn ich weiter ein PC spiele, immer mal wieder, werde ich nur Twitch spielen. Definitiv. Der macht am einfach am meisten Spaß, ne? Freezen die? Nee, können sie nicht. Guck mal, da denkt sie jetzt, was? Was macht denn der Korki hier, denkt er? Einfach mal der Korki. Nein, Alistar, bleib auf der Botlane! Nein, Alistar, was tust du? Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Ich dachte, er chillt auf der Bot, dann kann ich da kurz hinroam. Oh no. Schnell wieder zurück. Uff. Das war knapp, ey. Bisschen Angst um unseren Tower da gehabt. Dadurch kann er kurz mal den Roaming-Play machen, weil er beschützt ja eigentlich. Aber gegen Vayne ist ein Tower halt schnell weg, ne? Boah, der Damage. Ich werde die Runde, denke ich mal, auf den Black Cleaver gehen. Schauen. Sehr gut gemacht wieder. Und da haben wir auch noch den nächsten Dead. Sehr gut. Sollte der Turm sein, wa? Brauchen wir nicht mal einen Herald für. Können wir, glaube ich, einfach nehmen. Dann können wir den Herald für die Midlane nehmen. Ich habe wenig Mana, aber ich habe theoretisch Essence Reaver. Aber ich spüre, also ich persönlich spüre zurzeit nichts von dem Essence Reaver Buff. Oh, die Nunu Ultimate. Wie in alten Zeiten. Der hatte noch einen Flash. Ich werde gehen. Ich brauche noch ein bisschen Gold. Ich werde in der Mitte einmal reinpushen. Da, da. Glaubt ihr, wir kriegen den? Das wäre cool. Haha, der Burst, ey. So, kurz basen. Wir haben theoretisch jetzt schon Charge Blade. Und wir haben für den nächsten... Ich werde jetzt noch ein bisschen warten mit dem Paket hier. Weil der Drake halt gleich abkommt. Deswegen werde ich jetzt noch ein bisschen chillen und jetzt erst das Paket nehmen. Damit, falls der Drake sich ein bisschen hinauszögert, können wir dann später heftiger engagieren. Ich bin Conqueror, genau. Hallo, Delfo. Ich bin Conqueror. Sollte, glaube ich, der Drake sein.
Wenn jemand contesten, wir gehen wir direkt rein. Okay. Ich habe nur noch mein Packet. Ich weiß nicht, ob das der Play ist, liebe Vayne. Nein, das war der Play. Der Thrasher, ey, Legende. Gehen wir wieder raus. Das war der Play sogar. Ich bin sogar fast gestorben. Zum Glück hat hier Alistair und Yasuo direkt reagiert. Hat gesehen, okay, Corki ist am Giga hinten. Da müssen wir mal ganz schnell hin. Ich habe jetzt eine dicke Rakete, die werde ich auch im Packet drin behalten. Werde auf der dicken Rakete jetzt die anderen draufstecken. Hallo. Schade, wir hätten sie in die Nunu Ultimate rennen lassen müssen. War ein bisschen doof von uns. Ich bin halt gerade gierig. Ich darf nicht gierig sein, ich gehe in die Base. Ich darf nicht gierig sein. Ich hole mir jetzt hier unten noch ein bisschen in den Farm. Okay, ich habe die Hälfte auf dem Paket wieder. Hallo Xerxes. Ein bisschen Wildrift. Und bei dir? Danke fürs Reinschauen, auf jeden Fall. Oh. Das Ding ist, wir haben ja zwar jetzt einen guten Vorteil, er uns erkämpft, aber mit Kaylee, Lulu, Vayne kann der Gegner halt immer noch comebacken, ne? Also super easy. Schau mal, das Gold ist gar nicht mehr so gering. Der Gegner kann da immer noch komplett durchdrehen und uns alle wegfarmen. Na gut, aber immerhin hast du einen 10er Winning Streak gehabt. Das ist doch was. Da kommt... Okay, der Surrender Vote war sehr random. Das war sehr random, das Surrender Vote. Okay, ich höre jetzt mein Paket. Das ist ein gefährlicher Fight, Leute. Oh mein Gott. Oh, wie clean. Ich sagte, es ist ein gefährlicher Fight. Ich schaue da hin und die ballern einfach die Überkombo raus. Naja. Genau, Luftangriff bringt dir halt dieses verbesserte W. Und du hast dann sofort wieder ein weiteres W bereit. Aua. Ich bin dead, oder? Nee, doch nicht. Habe ich ein bisschen misplayed, muss ich sagen. Ich hätte mich da nicht stunnen lassen dürfen von ihr. Da habe ich ein bisschen misplayed, ey. Na gut. Du musst gleich zur Bank. Ich werde reinhauen. Ich kann freitags leider nie so lange streamen. Aber wir haben heute ein paar Games gewonnen, das ist ganz schön. GG. Ja, lief heute ganz okay, muss ich sagen. Wir haben 6 Games gespielt, haben 5 gewonnen.